Grundsätzlich war bei uns die Frage, was machen wir mit den Räumlichkeiten jetzt, nachdem wir das Foltermuseum nach Kärnten gebracht haben, was können wir daraus machen? Und da war eben nach vielen Hin und Her, haben wir uns dazu entschieden, eben das aufzuzeigen, weil das Thema einfach so groß ist und so viele Enthusiasten gibt und so viele Leute, die uns dabei unterstützen. Und wir wollen das Gleiche mit der Jugend machen, wir wollen der Jugend das weitergeben, der Jugend zeigen, wie funktioniert das und auch die Alten nochmal, oder die Alten unter Anführungszeichen, nochmal die Möglichkeit geben, ein bisschen zu relaxen, runterzukommen und in der Zeit zu schwelgen, ohne Social Media und diesen Sprung in die alten Spiele reinzuwagen. Wir versuchen die Zeitgeschichte der Computer- und Computerspieleindustrie aufzuzeigen und auch aufzuzeigen, dass das Thema viel größer ist wie nur Spielen, sondern dass eine ganze Industrie dran hängt und eine wirklich lange Zeitgeschichte dran hängt und auch das viele große Persönlichkeiten daraus entstanden sind und dass eine richtig große Geschichte daraus entstanden ist und noch folgen wird. Das ist jetzt immer die Frage, was ist für jemanden ein Highlight? Für mich ist eben diese ganze Zeitgeschichte ein Highlight, aber so die ganz großen und lustigen Sachen, was wir hier haben, ist der Virtual Boy, der Bauer Glove, eben die ganze, das Spektrum um Nintendo herum, weil die immer wieder versucht haben, zu den Konsolen selbst den Spielern eine die Erweiterung des Spielerlebnisses zu bieten mit ganz besonderen Sachen. Der Virtual Boy, einer der allerersten VR-Brillen unter Anführungszeichen, der Power Glove, mit dem konntest du interagieren, ein Laserscope und, also ganz lustige Sachen. Und wir wissen jetzt schon, dass wir ungefähr im Herbst das, was wir jetzt hier haben, nochmal ungefähr aufgedoppelt haben werden, also mit Exponaten, mit Ausstellungsstücken und Sachen, die man selber probieren kann. Und da werden nochmal ganz große, seltene Stücke dabei sein.